Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Und ja, heute würde ich gerne ein Video machen, solange mich die Stimme machen lässt. Also, ja, angepeilt ist die Stunde auf jeden Fall. Vielleicht sogar ein bisschen länger, wenn ich das stimmlich und gesundheitlich durchhalte. Solange ich mich fit genug fühle, ziehen wir durch. Weil es gibt eine ganze Menge zu machen. Und ja, lassen wir doch das Video ausklingen oder das Jahr ausklingen mit einem sehr langen Video, wobei es an Silvester natürlich auch noch ein Video geben wird. Aber ja, das so kurz mal vorweg zum heutigen Video. Was mich interessieren würde, wie ihr überhaupt Silvester verbringt. Macht ihr was mit der Familie, mit Freunden, mit Bekannten oder wie auch immer? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und was ich hier gerade so sehe, können wir mal direkt machen. Hier fehlen noch ein paar Ziegel, die wir bauen können. Ja, also was macht ihr an Silvester? Wie feiert ihr ins neue Jahr? Feiert ihr gar nicht ins neue Jahr? Würde mich einfach mal interessieren. Könnt ihr mir ja gerne was in die Kommentare schreiben. So, bevor wir loslegen, oder ich kann das Spiel langsam schon laufen lassen, müssen wir uns um ein paar Sachen kümmern. Hier sieht man schon, dass da langsam Wasser durchbricht. Hier ist auch schon einiges durchgetropft, deswegen werden wir hier mal schnell hingehen und oh, wir haben keinen Sandstein mehr. Okay, da ein paar Magnetziegel bauen, das gleiche dann da auch noch, damit wir nicht die ganze Suppe hier unten liegen haben. Boah, dann haben die Hatches aber sich sehr schnell durch den Sandstein gefuttert. Jetzt würde mich ja mal interessieren, was die alles noch so futtern. Schön wäre ja, wenn die Regolith essen würden, aber den Gefallen tun sie uns leider nicht. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Na gut, machen wir alles der Reihe nach. So, hier müssen wir jetzt tatsächlich eben warten, bis die kommen und das gebaut haben. Damit wir die nächsten Ziegel daneben setzen können. Wir können aber in der Zwischenzeit uns kurz was anderes anschauen, nämlich unsere Klimaanlage funktioniert nicht. Und die Lösung ist eigentlich ganz simpel. Ich habe das hier falsch eingestellt. Also solange wir hier unter 200 Grad passt, glaube ich, ne? Rohöl verdampft bei 400, ja, okay. Solange wir hier unter 200 Grad sind, darf die Automation laufen und schon wird unser Öl wieder gekühlt und schon können wir auch unsere Kolonie damit kühlen. Also manchmal oder oft sind es Kleinigkeiten, aber die sind eben auch wichtig. Okay, so, dann ist immer noch nicht gebaut, ist ja auch gerade Nacht. Hier noch ein paar Kleinigkeiten, diese hier hatte ich hier auf, achso, wir speichern gerade, okay, Autospeicher, auf 1000 Gramm, also auf 1 Kilogramm gestellt. Dann machen wir das hier natürlich auch, wir können auch die Einstellungen übertragen, das ist einfacher. So, dann haben wir hier auf dieser Leitung oftmals einen Rückstau. Deswegen habe ich mir hier überlegt, wir werden hier eine Brücke bauen und zumindest mal vorübergehend hier noch einen zweiten Kreislauf auch mit einbinden in das Ganze. Dass wir eben zwei unserer Systeme nutzen, um den Geysir, wo wir jetzt halt ein bisschen Rückstand aufgebaut haben wegen der Stromgeschichte, dass wir das wieder in den Griff bekommen. Hier müssen wir noch die Einstellungen rüber kopieren. Das machen wir auch mal direkt. So. Und diese hier auch noch. So, dann ist das alles erledigt. Ah, jetzt sind die beiden fertig. Okay, dann machen wir das. Stopp.
gleiche da auch noch mal und dann sollte das Problem erstmal ja, erledigt sein. Okay, ja, dann hatten wir das Problem, dass uns hier oben im Shift 4 ist es, im Space Biom immer wieder die Plastikleitern schmelzen. Es scheint aber nur an diesen beiden Stellen zu sein. Dann bauen wir hier mal eben keine Plastikleitern, sondern normale. Hier habe ich gesehen, fehlt noch das Stromkabel. Ups. So. Und der muss natürlich noch auf die Rakete eingestellt werden, ja. Und diesen hier können wir dann zerlegen, wenn oben der Strom fertig ist. Dann fehlt uns hier oben noch ein bisschen Stromkabel. Das machen wir auch direkt. Also das sind fast alles Tipps von euch jetzt. Ich fliege da mal eben so durch, damit wir das Ganze dann gleich ja, in Angriff nehmen können. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann geht es. Oh ja, das ist jetzt fertig. Sehr schön. Also das sollte jetzt auf jeden Fall hier halten. Jetzt zur Fleischfarm. Da haben wir noch ein, zwei Sachen. Zum einen muss hier, ne, das kann man auf 7 lassen. Ein luftdurchlässiger Ziegel hin. Dann würde ich gerne diese Tür zerlegen, um dann eine Gittertür draus zu machen. Oh, ich merke jetzt schon, dass meine Stimme leidet. Ich bin leider nicht so professionell, dass ich mich selber auf dem Ohr höre. Aber ja, das wird auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal, ob wir doch die Stunde schaffen. Aktuell fühlt sich das gerade nicht so an. So, dann würde ich diesen Krittersensor hier zerlegen. Und zwar nur um ein Feld dorthin bauen und dann Automatisierungskabel dahin verlegen. Weil man sieht das hier jetzt gerade schon wieder. Hier ist noch ein bisschen zu wenig Öl drin. Das ist immer wieder, dass nicht alle Felder ausgefüllt sind und ja. Deshalb kommt hier dann nochmal ein Flaschenentleerer hin, dass wir noch ein bisschen Öl nachkippen können. Ja. So, dann haben wir noch die Prioritäten der Tieraussetzer. Das habe ich mir vorher angeguckt. Also diese hier stehen alle auf 9, das passt. Diesen hier stellen wir auf 8. Und hier oben den müssten wir dann auf 7 stellen. Dann sollte das soweit eigentlich wieder passen. Ist nur noch die Frage, was machen wir da, dass wir keinen Sandstein mehr haben. Das ist natürlich eine Katastrophe. Lehm, ne. Also Sedimentgestein ist eigentlich, obwohl 793 Tonnen. Futtern die Hetzschlinge das denn auch? Sedimentgestein, ja. Okay, dann müssen wir die Einstellung auf alle 5 übertragen. Das hier mit dazu packen. Sedimentgestein. Und hier auch. Machen wir mal vorübergehend auf 8, dass die Duplikanten hier eben wieder ganz viel einlagern und oh, dass wir hier jetzt natürlich Öl haben, ist nicht so im Sinne des Erfinders.
Vielleicht brauchen wir das doch nicht mehr machen. Vielleicht reicht das schon dadurch, dass wir hier den luftdurchlässigen Ziegel hingebaut haben. Können wir mal austesten. Okay, das haben wir. Dann geht's nochmal nach hier unten. Da können wir schnell was in Angriff nehmen. Da hatte Kerstin nämlich eine gute Idee. Und zwar hier einfach das Ganze verlängern. Dann könnte nämlich nur der verschmutzte Sauerstoff von hier unten da oben reinkommen und nicht der gesamte. Also nur das, was hier unterhalb ist, steigt dann da oben rein, nicht hier und hier auch. Dafür brauchen wir natürlich auch noch eine Leiter hier hoch. Zerlegen den und den Rest kann man dann eigentlich so lassen. Die Tür. Können wir dann jetzt auch schließen. So, und dann würde ich ganz gerne noch die Automation hier ändern, dass wir hier den Gaselementsensor hier nach unten setzen. Und dann mit einem Nichtgatter arbeiten. So. Hier oben hatten wir es so eingestellt. Der soll sich einschalten, wenn wir Erdgas haben. Und hier unten werden wir den so einschalten, also sozusagen das Signal geben, wenn er CO2 findet. Dann soll er den ausschalten. Ansonsten soll er eingeschaltet sein. Braucht dann auch noch Strom, okay. Können wir hier noch ein wenig zerlegen. So. Okay, dann können wir das jetzt auch so fertig bauen lassen. Passt dann auch. Schauen wir noch mal eben nach unserem Weltraumscanner. Ist das jetzt erledigt? Die Leitern ist erledigt. Der arbeitet jetzt. Perfekt, dann kann der weg. Automation dahin kann weg. Die Stromleitung auch. Und ja, die Fenster. Fensterziegel dann ja auch, die können wir auch wegpacken. Okay. Das hier oben auch fertig? Ja, sehr schön. Den müssen wir reparieren lassen, genauso wie den. Das wird eine Folge noch sein, davon, dass sich die Tür hier zu langsam geschlossen hat. Okay, ansonsten hier oben Überhitzungsproblem scheint es erstmal nicht mehr zu geben. Gut. So, weiter. Ach ja, genau. Dann ein Punkt. Dazu müssen wir mal eben hierher. Das ganze Wasser können wir natürlich auch mit über diese Leitung hier abpumpen. Das werden wir auch machen. Dazu bauen wir hier zum einen erstmal ein Rohr von hier da hoch. Machen das dann so. Und so, ja. Das müsste so passen. Dann geht es nämlich da in den Kreislauf. So, kommt hier direkt rein. Allerdings wird das Wasser vom Geysir vorrangig abgepumpt. Ja, jetzt schaffen wir es nämlich auch wieder dagegen anzukommen, wo wir oben mit zwei Reinigungssystemen arbeiten. So, zerlegen dann hier natürlich die Leitung. Können wir auch komplett zerlegen.
Entschuldigung, den Auslauf auch. Oder wenn wir hier später auch noch eine Pumpe bauen. Dafür können wir schon mal Vorbereitungen treffen. So. Eine Pumpe hier rein. Können wir die beiden auch da lassen. Wir müssen das aber noch filtern. Machen wir dann mal hier da Flüssigkeitsfilter. Das Saubere lassen wir einfach hier wieder raus. Das Schmutzige da raus. Aber per Rohrbrücke, damit erst das aus den Algendistillen genommen wird. Ja. Dann brauchen wir noch ein bisschen Strom. Wie sieht das hier aus? 1800, das können wir riskieren. So, das alles haben wir jetzt mit 5 gemacht, ne? Genau, weil das eilt nicht. Das kann irgendwann mal dazu kommen. Was mir lieb wäre, genau, wenn das hier gleich fertig wird. Das ist jetzt soweit, genau, dann arbeiten die Algendistillen nämlich auch wieder. So, das nächste, Transportschiene. Ja, da habe ich natürlich was total Dämliches gemacht. Und zwar laufen hier einmal eine Transportschiene für Fleisch und hier läuft eine für Pinscher Pfeffernüsse. Das lassen wir so natürlich nicht. Wir bauen einmal hier eine Brücke. Schließen das dann damit an. Achso, das soll jetzt aber wieder mit hoher Priorität bitte. Und wenn das gleich fertig ist, dann können wir nämlich die andere Geschichte hier wieder abreißen. Es reicht ja vollkommen, dass da eine Linie hochgeht. Noch will niemand so richtig. So, jetzt aber. Und dann können wir hier das Ganze zerlegen. Hier hoch. Bis hier und dann hier. Und den Förderbehälter auch. Tiertechnisch oder Tierfutter. Technisch funktioniert das schon mal. Jetzt muss ich natürlich diese hier wieder auf 4 setzen. Genau. Und dann funktioniert auch unsere automatische Belieferung. Sehr schön. Okay, dann habe ich eigentlich fast alles abgearbeitet. Den muss ich noch einstellen auf Kohlendioxid. So, da wir jetzt hier Kohlendioxid haben, arbeitet er nicht. Sobald sich das später ändern wird, fängt er an zu pumpen. Genauso hätte ich das gerne gehabt, ja.
Ja, ein Punkt war noch. Entschuldigung. Hier einen weiteren Transitrohreingang und auch hier oben einen weiteren Ausgang für die Rückreise. Da wir aber aktuell in Richtung Space nicht so die Priorität haben, werde ich das auch erstmal vernachlässigen. Würde mich gerne jetzt um den Wasserumbau kümmern. Und als erstes würde ich dafür gerne hier einen weiteren Durchgang bauen. Der einmal hier komplett durchgehen soll. Bis hierher. Den können wir zerlegen. Ups. Den. Und den. Die sind alle im Weg. Dann zerlegen wir hier ein klein wenig. Zerlegen da die Leiter, weil das hier unten wird dann der Glanzdrekoraum. Der wird auch ein wenig, ja, kleiner werden. Weil ich gerade hier noch die Überlegung habe, ob ich den nicht Schritt für Schritt verkleinern sollte, um den Wasserstoff hier runter zu drücken. Weil den brauchen die ja, damit die Schuppen wachsen, ne? Das wäre sicherlich nicht so ganz blöd. So, dann können wir hier auf der anderen Seite, das werden wir jetzt ein bisschen Graupelweizenkörner auch ausbuddeln, aber. Oh. Das ist mir für den Moment gerade mal nicht so ganz wichtig. Essen haben wir genug, fast 1,8 Millionen. So, Copy. Mensch, Mensch. Sorry. So, jetzt muss ich mal eben überlegen. Das war doch einfangen. Das müsste ja jetzt an dieser Stelle funktionieren, weil der Ziegel daneben frei ist. Oder? Glaube ja. Da können wir auch noch die Leiter zerlegen, würde ich mal vorschlagen, ne? Passt ja gleich auch noch ein Ziegel rein.
Das hier scheint nicht zu klappen. Wir warten noch einen Zyklus ab. Ich putze mir mal schnell die Nase. So, da bin ich schon wieder. Ja, das. Zieht sich hier doch alles ein wenig hin, deswegen zerlegen wir den dann doch. Die drei dürfen hier auch weg. Hier können wir uns von der Seite aus schon mal reingraben. So, da den Ziegel wieder hin. So, jetzt können die beiden da haben wir schon wieder jemand eingemauert. Wobei, wir lassen den mal für einen Moment eingemauert, dann wird er gleich eh wieder befreit. Jetzt den Ziegel. Dann den. Das ganze Wasser daher. Graben, dann können wir die zerlegen, den graben, das alles schon wieder zerlegen, den auch. Ja, der darf noch weg, dann würde ich das Ganze hier ruhig auf 4. Ja, nee. Dann wollen wir auf 3 Felder ausweiten. Ja, das reicht uns. Okay, was ich jetzt machen möchte. Wir haben jetzt 2 Leitungen von hier, die wir rüberschicken wollen. In den anderen Bereich einmal, wobei wir das vielleicht auch alles über eine Leitung laufen lassen können. Was ist das für verschmutztes Wasser? Ach so, das geht. Okay, so, dann leiten wir das hier durch. Ach, ich wollte ja hier auch noch das ändern. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal dann hier durch, da mit einer Brücke, hier mit einer Brücke und gehen dann hier runter, um hier weiter rüber zu gehen. Hier ändern wir das gleich nochmal ab.
machen dann hier eine Brücke. Ja. Und lassen das Ganze dann da. Ups. Reinlaufen. Rohrbrücke. Ja, da. Brauchen wir eine dort, ups. Das ist eigentlich schon gewesen, mal abgesehen hiervon, wo wir die Priorität mal eben ein wenig erstellen müssen. So. Und das machen wir dann mit dem Wasser, was von oben kommt, plus dem Wasser, was hier rauskommt. Dafür drehen wir hier einmal. Wir brauchen das ist die Leitung gar nicht umdrehen. Wir können da das isolierte Rohr zerlegen. Lassen das dann gerade rüberlaufen. Und machen hier mal was Neues. Und zwar habe ich das bislang noch gar nicht gemacht. Das habe ich bei Grind This Game gesehen. Ich hoffe, da hat man überhaupt verstanden. Das ist ein amerikanischer YouTuber, der auch recht viele Oni-Videos macht. Und zwar kann man, wenn man hier so eine Rohrleitung baut, die ganzen oder beide Leitungen auch sehr schön ineinander laufen lassen. Entschuldigung nochmal wieder. So, in der Zwischenzeit gucken wir mal eben hier unten. Das ist fertig. Und es wird auch Erdgas erzeugt. Sehr schön. Hier vielleicht können dafür wahrscheinlich noch besser eine Leiter mit reinsetzen. Diesen müssen wir auf verschmutztes Wasser stellen. Da war es schon. Dann setzen wir doch auch. Dann machen wir mal eine 7 draus hier. So. Weil hier ist, glaube ich. Oh ne, jetzt der läuft doch noch ein bisschen. Ach Gott, noch 35 Zyklen. Na gut, aber trotzdem schadet es ja nicht, wenn hier auch kurzfristig mal ein bisschen mehr abgepumpt wird. So. Das scheint also doch zu laufen, dass wir den Flaschenentleerer erstmal nicht brauchen. Das können wir abbrechen. Dann können wir. Da ist es Klempner, mein Gott. Hier ein wenig klempnern und die Brücke schon mal zerlegen. Jo, traumhaft. Läuft das schon komplett? Ja, das müsste gleich passen. Okay, dann gab es hier noch einen kleinen Logikfehler, weil da kommen wir ja gar nicht hin zum Bauen. Sprich, wir zerlegen das kurze Stück nochmal und dann bauen wir dieses isolierte Rohr so weiter. Das hier ist sicherlich nur eine Prioritätengeschichte, genau.
Ups. So, Rohrbrücke. Nummer 1 und Nummer 2. Weil wir hier auch bestimmt noch mehr Leitungen entlang laufen lassen müssen. Das hier wird dann die Zuleitung hierhin. Vielleicht stelle ich das auch einfach mal alles hoch, damit wir hier nach und nach sehen, was fertig ist und was nicht fertig ist. So, hier geht das verschmutzt, oder hier kommt ja erstmal das Wasser aus dem kalten Geysir, den wir übrigens gleich noch isolieren wollen. Und das Wasser, was hier rauskommt, ist ja ein klein wenig wärmer. Und das würde ich sagen, schicken wir dann nicht mehr dorthin. Sondern das schicken wir dorthin, auch wieder in den Tank. Also in den etwas wärmeren Tank. Ja. So, hier noch mal kurz eine Rohrbrücke rangesetzt, damit sich die Leitung hier noch entleeren kann. Das hier alles entleeren. Genau, da müssen wir nur noch mal schauen, dass wir hier eine Versorgung wieder ranbekommen, die einmal hier für die Düngerfabriken gedacht ist und für unsere Pinscherpfefferpflanzen. Dafür können wir ja dann das Wasser nehmen, was hier aus den Metallraffinerien rauskommt. Wenn da weniger rauskommt, egal, wir haben so viel Essen. Das hat jetzt nicht die Priorität im Moment. Die Leitung ist fertig, können wir dann hier anschließen, sobald diese Leitung leer ist. Hier ist fertig, das ist hier auch ablaufen kann. Da können wir gleich auch mal kurz schauen, wie das hier funktioniert. Ob das so klappt, wie ich mir das gedacht habe. Na. So, man sollte nämlich immer abwechselnd. Perfekt. Genau so hätte ich das gerne. Ja, sehr schön. Dann warten wir noch mal eben ab, ob hier. Es fließt langsam nach, aber mit Betonung auf langsam. Hier haben wir gar keine Aufträge mehr. Macht das Sinn, noch irgendwelche Aufträge einzustellen? Ich glaube nicht, weil wir haben keins der Materialien im Überfluss. Hier erzeugen wir nach und nach Stahl. So wie wir halt Kalk bekommen. Kalk produzieren wir hier aus Eierschale. Es läuft alles. So, hier würde ich mal ganz gerne eben nochmal wieder wischen. Weil es ja doch jetzt schon nicht wenig Wasser hier von oben aus gab. Das gleiche hier. Und hier. So.
Woher kommt denn dieses Wasser jetzt? Das kommt von da. Okay, sehr gut. Dann passt das ja schon mal. Über die Führung des Wassers kann man sicherlich noch diskutieren, ob das so laufen muss, wie es jetzt gerade läuft. Wird das nicht der Einfachheit halber auch hier oben entlang führen? Ja, das würde das Ganze entzehren. Das machen wir auch mal direkt. Mit Priorität 5. Ich schließe es mal noch nicht komplett an. Aber ich baue es schon so weit. Ja, dass es nur noch an beiden Stellen angeschlossen werden muss. So, hier können wir jetzt zerlegen bis hier auf jeden Fall. Hier auch, dadurch wird der hier natürlich überflüssig. Ich lasse ihn nur trotzdem erst noch mal stehen. Wer weiß, was mir da noch vielleicht irgendwann mal wieder zu einfällt. So, das kann bis da auch weg. Dann kann diese Leitung hier natürlich entfernt werden. Da. Und das. Machen wir die Leitung mal komplett weg. Den zerlegen. Und der wird ja jetzt so auch nichts machen. Es sei denn, wir bauen da noch mal eine Rohrbrücke dran, dann kann diese Leitung hier noch entleert werden. Ja, nämlich jetzt. Vielleicht machen wir noch mal so ein bisschen Wolframit zu Wolfram. Das werden wir sicherlich für die eine oder andere Stromleitung noch mal brauchen. Dann dürfte nämlich hier gleich das restliche Wasser auch verbraucht werden. Dann können wir hier den Rest auch noch fertig machen. Wobei, das kann ja jetzt aktuell gerade gar nicht laufen. Also es ist schon, Moment, das ist jetzt leer. Also müssen wir jetzt mal hier das alles noch zerlegen. Wir zerlegen diese merkwürdige Konstruktion hier. No. Gießen die hier an. Dann kann man nämlich Wassernachschub da ranholen. Und dann müssen wir das gleich hierhin verbinden noch. Wo eigentlich das und das stehen lassen. Machen das nämlich
So. Entschuldigung. So, dann haben wir das auch schon mal entzerrt. Ich habe übrigens, das habe ich gar nicht gesagt, mir erstmal vorgenommen, das verschmutzte Wasser zu machen. So, jetzt hier noch eine andere Geschichte. Ich wollte diesen Tank ja noch isolieren. Dafür brauchen wir isolierte Ziegel. Keramik. Wir müssen auch mehr Keramik noch herstellen. Davon werden wir nämlich noch nicht wenig brauchen in Zukunft. So, Leiter umbauen. Nach dort. Und die Leiter zerlegen. So, der soll nämlich isoliert werden. Der ist schön kalt. Das soll er auch bleiben, aber er soll nicht die Umgebung extrem abkühlen. So, so viel Wasser wie da kommt, wollte ich gerade sagen. Sieht das so aus, als ob wir hier anfangen abzupumpen? Vielleicht machen wir hier noch ein, zwei Änderungen. Das sehe ich gerade. Und zwar da eine Leiter hin, dass wir runterkommen können. Dann können wir den noch freigraben. Und dann gibt es hier eine Änderung, dass wir den nach dort legen. Machen da einen Auslauf und dann bauen wir hier, wenn das Wasser gleich abgelaufen ist, hier nochmal eine neue Trennwand hin, dass ich hier das wenige saubere Wasser, es ist ja nicht viel, da sammeln kann. So, dann müsste das auch alles erreichbar sein. So, weiter geht's. Verschmutztes Wasser. Ich glaube, wir nehmen dann doch mal hier das Ganze. Dann lassen das ein wenig mehr Tempo aufnehmen. Und zerlegen wir einmal hier. Hier können wir jetzt freigraben lassen. Und dann braucht es hier vorübergehend eine Rohrbrücke, um das Ganze entleeren zu lassen. Jo. Rohrbrücke, bitte schnell machen. So, wo haben wir denn noch verschmutztes Wasser? Wo müssen wir noch was ändern? Das passt hier oben soweit alles. Hier hantieren wir nicht mit verschmutztem Wasser. Da lassen wir alles abpumpen. Dieses hier, naja gut, das können wir vielleicht sogar. Ja, weiß ich noch nicht, wie wir das machen. So, hier ist alles gut. Hier ist ein bisschen was, aber das ist auch nicht der Rede wert. Hier ist noch ein bisschen was, das würde ich vielleicht irgendwann mal hier mit reinlaufen lassen. Ja. Soll heißen, verschmutztes Wasser sind wir eigentlich recht gut dabei. Wir haben vielleicht noch den einen oder anderen Geysir, den wir einbinden können. Aber das würde ich dann erstmal auf später verschieben. Sehr schön. Okay, dann
Lassen wir die Sachen fertig machen. Diese. Ne, ist doch noch nicht ganz leer gelaufen, okay. Also hier. Würde ich das Ganze nochmal wieder ändern wollen? Nämlich im Grunde diese ganze Geschichte hier. Ja. Nicht mehr nutzen, indem wir hier eine Rohrbrücke einbauen. Da die Leitung unterbrechen. Und dann kann es von hier direkt überall hingehen. Wenn es hier nicht die passende Temperatur hat, würde ich mal vermuten, wird es spätestens in den Ziegeln aufheizen. Ja. Aber da das alles Wasser kommt, alles Wasser ist, was hier rauskommt, müsste das locker warm genug sein. Jo. Dieses hier werden wir natürlich auch noch im, wenn wir dann uns an saubere Wasser machen, auch alles komplett ändern, dass das auch in Tanks geht. Oh. Unsere Raketen sind beide zurück. Die ist, glaube ich, schon länger wieder da. Die habe ich nur vergessen. Ist denn gerade Gewitter? Gewitter, genau. Ein Sturm? Nee. Die darf direkt wieder losfliegen und hier müssen wir wie immer ja einen Planeten aussuchen, den wir noch nicht erforscht haben. Da. Los geht's. So, Kohlendioxid 1200 Grad, das ist halt viel zu heiß, um das abzupumpen, ne? Das können wir nicht machen. Schade. Okay, dann stellen wir hier einen von denen nochmal wieder auf. Keramik, Kohle, oh Gott, haben wir beides in riesigen Mengen, dann können wir da nochmal wieder ein bisschen was durchjagen lassen. Genau, was ich noch ändern wollte, ich wollte einen ganzen Schwung Bilder hier zerlegen, die wir dann zumindest teilweise etwas anders gestalten können. Oh, Entschuldigung, das tut mir leid, jetzt habe ich oh, auch noch genau in Richtung Mikrofon, also nicht in Richtung Mikrofon genießt, aber ja, so dass es bestimmt schön zu hören ist. Jeder, der es gehört hat, darf mir gerne dann noch Gesundheit in die Kommentare schreiben. Gott. So, ja, Bilder wollte ich hier aufhängen. Und zwar müssen wir erstmal eben überprüfen. Ach nee, das hatte ich vor dem Video gemacht. Dass alle, die Bilder malen dürfen, Master Artists sind oder gerade dabei sind, es zu lernen. Wobei Masakiri, ich glaube, das noch nicht fertig hat. Nee, 95%. Na gut, kommt das. Lassen wir ihn mal mitmalen. Und dann nehmen wir die neuen, schönen, größeren Bilder. Ich habe mir dafür Goldamalgam ausgeschaut, auch wenn es schon langsam knapp wird. Da können da welche hin. Dort.
Hier und hier. Da würden wir dann eher die so aufhängen. Hier kommt dann doch noch ein normales wieder hin. Da können wir es so machen. Sehr schön, jetzt sind das hier. Bei denen die Frage, ob das schon die höchstmögliche Skulptur ist, das werden wir vielleicht noch mal rausfinden müssen. Oder vielleicht weiß das von euch auch jemand. Ja, könnt ihr mir dann gerne ja mal schreiben. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt für Bilder mal rauskommen. Wir waren bei der Wasserversorgung. Sekunde noch mal eben bitte. So, ich habe noch mal eben ein wenig trompetet. So, die Leitung hier ist leer. Das heißt, wir können jetzt zum einen hier die Leitung anschließen und zum anderen hier die nächste Leitung zerlegen, um das Ganze auch ein wenig zu entzehren. Jo. Ja, hier die Kühlung ist natürlich jetzt für einen Moment mal eben ausgefallen, aber es ist genug, also nichts Bedenkliches. Jo, jetzt. Oh, jetzt müssen wir eigentlich ein Becken anlegen für sauberes Wasser. Die Frage ist, wo machen wir das? Wie machen wir das? Packen wir das direkt hier neben? Oder machen wir erst was anderes? Wir machen erst was. Ja, wir machen erst was anderes, was wir zwingend machen müssen. Ein kleiner Vorgriff in die Zukunft. Wir brauchen einen Tank, und zwar einen Tank für Wasserstoff. Ich denke fast, den legen wir hier an. Ja. So, nochmal eben schauen, wie wir unseren Erdgastank gemacht haben. Ach ja, genau, einfach nur. Ja. Jo. Können wir im Grunde so hier rein kopieren. Was, wir brauchen nicht mal isolierte Ziegel. Können hier einfache Ziegel machen. Vielleicht fange ich an, indem wir eine Schleuse bauen. Ja. So, nach oben haben wir ja schon. Wie hoch war der Raum? 3 oder 4 Felder? 4 Felder, okay. Also bedeutet, hier unten kommt der Boden rein. Können wir doch das Ganze direkt so machen,
Jo. Weiß zwar nicht, ob das muss, aber ich werde jetzt in diesem Fall das Ganze mal so bauen. Und ich möchte hier auch ein Stück. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, hier dann auch noch eine Tür reinpacken später. Eine manuelle Luftschleuse. Weil ich nicht sicher bin, ob hier die Geschichte hält. So, Flaschenentleerer. Dann noch die beiden Ziegel. Ich glaube, drei Gaspumpen sollten hier mehr als ausreichend sein. Gasentzug. Müssen wir den noch mal zerlegen, weil hier soll ja Rohöl rein und kein verschmutztes Wasser. Aufräumen. Komm, oh. So kommen wir da natürlich nicht raus. Ja. Ein neuer Tag, ein neues. Oh, wieso Magmatit? Ah, ne, das stimmt, das habe ich aus Magmatit bauen lassen. Das hier oben ist Granit. Sollte eigentlich auch kein Problem sein. Ach so, weil ich das Aufräumen auf 9 gemacht habe, deswegen. Ja klar, jetzt aber. Hey, ihr könnt raus. Räumen wir da auf, den zerlegen wir nochmal wieder. Im gleichen Grund, das verschmutzte Wasser muss raus. Lassen wir jetzt Rohöl rein. Also Stromkabel, ja. Vielleicht machen wir das nicht so, sondern geben da die Möglichkeit, die einzeln vom Strom zuzuschalten. Und vielleicht auch noch eine Automation. Das ist auch nicht so ganz blöd, wenn man da immer die Möglichkeit hat, einzugreifen. Und immer die Atmosensor am schönsten. Die kann man am leichtesten umschalten.
So, dann können wir hier nochmal aufwischen. Jetzt haben wir auch schon einiges an Duplikantenpower hier, ne? Das geht ruckzuck. Die Endmauer. Strom, wo holen wir denn hier Strom her? Überall schon recht viel dran, aber wir brauchen den ja erstmal nur temporär. So, machen wir das nämlich mal so. Verlängern die Leitung, Hochdruck, Gasabzug, damit wir da alles rauspumpen können. Dann brauchen wir hier nochmal eben vorübergehend auch einen Flaschenentleerer. So, und hier kommt dann auch Rohöl rein. Und ich weiß jetzt schon, dass das wieder hier ja lustig wird. Vielleicht das machen wir auch anders. Wir lassen das von oben reinlaufen. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen besser, ja. Weil wir hier mitunter die Ziegel vielleicht noch wieder zerlegen müssen. Oh, wir haben tatsächlich mal ein bisschen Stress. Alien Käfer wahrscheinlich, weil er hier eingesperrt war, ne? Hungrig, ja. Da hilft was essen. Erstmal auf Toilette. Hände waschen. Und dann heißt es, ja. Genau. Bisschen Barbecue, das hilft auf jeden Fall. Schon ist die Moral auf 35. Heißt es noch schlafen? Okay. So. Dann den Ziegel wieder dahin gebaut. Und Flaschenentleerer drauf. Sagen, wieso ist eine Maschine verschüttet? Das sollte eigentlich nicht passieren, aber tut es auch nicht. Warum ist denn hier die Gantry zerstört worden? Naja, wie dem auch sei. Gut, dann heißt es auch hier jetzt Rohöl 8 Autoabfüllung. Hier haben wir jetzt genug. Können wir zerlegen.
Wenn hier sogar jetzt schon bei Priorität 4 die Tiere gepflegt werden, das ist ein gutes Zeichen. Okay. Ich würde ja fast sagen, können die beiden hier direkt jetzt schon mal zerlegen. Mit der Tür warten wir noch. Was wir aber schon bauen können, ist die Leitung für den Wasserstoff. Hatte ich überhaupt schon verraten, dass es um Wasserstoff geht? Ja, ne? Habe ich bestimmt schon. Wie würde ich denn mal... einfach so dort hochlegen, allerdings hier noch einen Gasfilter einbauen. Da. Das machen wir so, so. Den freigraben und so. Jo. Das so machen, das ist so. Ja, jetzt müssen wir hier eben abwarten, bis wir hier ein bisschen drüber sind mit dem Rohöl. Dann wischen wir links und rechts davon auf. Ziegel drauf bauen und dann sollte das eigentlich fertig sein. Wasserstoff, genau. Oh, der Wasserpegel hier sinkt aber schon recht deutlich. Eigentlich auch drüber. Ja, und dies hier war sowieso der mysteriöse Kreislauf, wo mehrere Sachen dran sind. Dann nehmen wir lieber noch die Geschichte hier. Und machen das so. Wir können die eigentlich alle mit anschließen, weil die laufen eh nicht. Und dann gibt es hier später noch einen separaten Kreislauf für 800. Okay, jetzt muss ich beim nächsten Mal, wenn Öl geliefert wird, muss ich aufpassen. So.
So, wenn ich jetzt das hier aufwische, haben wir da 360 und hier 726. Das müsste dann ja schon quasi passen. Und da ist nichts mehr. Okay. Ja, ich befürchte, das wird schon nicht mehr reichen. Dann brauchst du noch mal ein klein wenig. Stunde 17, ja. Ich hab euch ja vorgewarnt, das könnte ein bisschen länger werden. Mittlerweile hat sich meine Stimme gefangen. Meine Nase ärgert mich nicht mehr so. Läuft doch. Aber so ganz lange wird's nicht mehr laufen. Wir müssen nur anfangen, Wasserstoff zu bunkern, weil wir werden viel, viel, viel Wasserstoff für die Wasserstoffrakete brauchen. Und ja, das hätte ich schon viel früher machen sollen. Momentan verheizen wir den hier immer für den Strom. Was eigentlich nicht gut ist. Vielleicht ändern wir das schon mal um. Dass die erst recht spät dazukommen. Die Wasserstoffgeneratoren. So. Haben wir hier 736. Ja, das müsste eigentlich jetzt passen, wenn wir hier jetzt wieder links und rechts die Ziegel draufsetzen. Müssten wir unter 1800 Gramm bleiben. Hier oben müssten wir dann noch wischen einmal, aber so 1008 perfekt. So, dann wischen, wischen, wischen. Da oben brauchen wir nicht mal. Ja, schön. Da kann der weg. Den Raum dort abschließen. Okay, dann lassen wir hier doch auch noch mal eben einmal. Oh, er ist schon aufgeräumt. Ein Träumchen. Dann kann jetzt hier die Tür verschlossen werden. Wir pumpen hier alles raus, was noch drin ist. Und dann geht's hier ab. Derweil können wir uns schon mal diese Geschichte hier noch anschauen. Hier ist ja noch verschmutztes Wasser, das wir noch loswerden müssen.
Vielleicht können wir das einfach hier so laufen lassen, wie es ist. Das wird jetzt gleich ist es leer, dann kann hier was abfließen. Und irgendwann wird es leer sein. Hier sind Keime, keine Keime drin, sehr schön. Oh, Berufe können wir uns noch mal schnell anschauen. Ein Thema, das dieses Video ja nicht sehr ausführlich behandelt wurde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Brammen ist auch mal wieder fertig. Tja, Grobbeln. Alex. Dann haben wir noch Hunter, der hat das schon. Das heißt, der muss auch was Neues haben. Lelouch braucht was Neues. Stefano und Lukas. Lukas. Und Stefano. Masakiri ist fertig. Sehr schön. Wie? Ja. Kunststudent. Hunter Platzwart. Okay. Roman. Professor. Hat er noch keinen Professor gemacht? Ramen Mechatronik Ingenieur. Masakiri auch Platzwart. Und Lelouch wird lernender Architekt. So, damit haben wir das auch erledigt. Das würde ich ja gerne gleich noch testen, ob das hier funktioniert. Bin mir schon ziemlich sicher, wenn das klappt, aber gut. Die Tür schließen wir auch ab, weil ich glaube, diese Einstellung würde ja zurückgesetzt werden in dem Moment, wenn wir doch mal jemanden aus der Rakete wieder rauslassen. Dafür würde ich natürlich schon gerne vorsorgen. Oh, hier haben wir einen kleinen Stau. Wie hängt der zusammen? Der hängt damit zusammen, dass hier unsere Entgiftung nicht schnell genug funktioniert. Na gut, das ist halt normal. Oh ja, hier wird es auch schon deutlich weniger. Dann können wir hier jetzt die angedeutete kleine Mauer bauen. Ach, wollte doch nicht aufräumen, ich wollte wischen. Aber ansonsten, das hier ist genauso, wie ich das sehen möchte. Das Wasser kann schnell genug abtransportiert werden. Hier natürlich nur dann, wenn es oben kein Wasser gibt. Also wenn die Leitung hier oben noch nicht gefüllt ist. Und das geht auch recht schnell hier mit dem Abpumpen. Das hier funktioniert auch genauso wie gewünscht. Könnte schon ein Stück weit sagen, ich bin begeistert. Ach, Bilder wollte ich gucken. Bilder. Uiuiui. Das sind aber wirkliche Meisterwerke hier. Ein schönes Bild für die Küche. Oh ja, hier, das ist auch schön. Ja, so kann man im Grunde die ganze Kolonie nochmal wieder neu bebildern. Okay.
Okay, so. Die Stimme leidet wieder. Aber leider ist es noch nicht abgeschlossen, obwohl ich es abschließen möchte in diesem Video. So leid es mir tut, müsst ihr noch einen Moment dranbleiben. Vielleicht nutze ich einfach das Ganze, um nochmal eben euch dran zu erinnern. Also, wie feiert ihr Silvester? Würde mich sehr interessieren. Dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ja, oder auch auf anderen Wegen, Twitter zum Beispiel oder Instagram. Sehr gerne. Also mich, ja, ich hatte eigentlich vor, auch schon zu Weihnachten zu fragen, aber da hat sich das Ganze nicht so ergeben. Also es hat mich auch interessiert. Dürft ihr mir auch gerne im Nachhinein noch schreiben, wie ihr Weihnachten gefeiert habt, wo, ob ihr es überhaupt gefeiert habt. Es gibt ja auch viele, die es nicht feiern. Ja, das ist immer noch nicht aufgeladen worden hier. Ah, okay, wir haben auch keinen Recharge. Ja, dann ist klar, dass es nicht geht. Aber sobald wir eins mitbringen, würden wir es wieder nutzen können. So, was macht der Wasserstoff? Sehr schön, wird nicht mehr verwendet. Füllen sich schon hier die Tanks. Müsste der im Nachhinein auch wieder hier zurücklaufen in diese Richtung hierher, ne? Jo. Das ist jetzt absehbar, glaube ich. Hier verhungert er zu spät. Moment, was ist denn hier überflutet? Ach so, hier die Türen. Okay. Die Tierchen hier können wir auch mal alle einfangen. Da hat jemand kurz vorher festgestellt, dass er Hunger bekommen hat. Jo. Ja, wir machen es anders. Ich lasse das nach dem Video zu Ende laufen, werde es dann kurz testen und ja, dann werden wir beim nächsten Mal sehen, ob es klappt oder ob es nicht klappt. In diesem Sinne, danke, dass oder nicht das hier durchgehalten habe. Ich muss anders formulieren. Danke an diejenigen, die durchgehalten haben. Das dürft ihr mir gerne mit in euren Kommentar reinschreiben. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr einfach eine... Schreibt einfach eine 30 an den Ende des... 3012 an den Ende des Kommentars. Dann weiß ich, ihr habt bis zum Ende geschaut. Also, macht's gut. Bis morgen. Danke und bye bye.